kurzen Überblick zu diesem Vortrag. Ich werde erst kurz meine Forschung im Mittelmeerraum vorstellen, Ihnen eine kurze ethnografische Vignette, so nenne ich das, vorstellen aus meiner Forschung, um dann auch mal rein zu zoomen richtig in die Forschung. Kurzes Zwischenergebnis aus meiner Mittelmeerforschung, dann einen kleinen Überblick geben über das Forschungsfeld Klimawandel und Migration oder auch Umweltmigration. Und dann gehen wir zusammen nach Ozeanien, nach Kiribati. Ich sage Kiribati, weil TI in der Landessprache zu S wird. Dort werde ich Ihnen dann auch diese Migrate with Dignity Strategie vorstellen, die sehr interessant ist, denke ich, in Kiribati und die auch eine gewisse Pionierrolle eventuell haben kann, hoffe ich, um dann auch das nochmal zusammenzufassen und dann eben durchaus auch zu versuchen, das zusammen zu diskutieren. Also erst jetzt in dieses Jahr leider noch sehr, sehr aktuelle Thema, was ich selber nicht so ganz auch vielleicht vermutet hätte, als ich eben meine Forschungsreisen für meine Doktorarbeit zwischen 2006 und 2010 sozusagen auf der Spur der Bootsmigranten von Libyen, Malta und Süditalien gemacht habe. Das heißt, ich habe in allen drei Ländern, erst in Libyen, dann in Malta, dann in Süditalien ethnografisch geforscht. In Libyen relativ kurz und sehr explorativ, natürlich auch unter sehr speziellen Umständen. Damals war Gaddafi noch an der Macht, heute könnte man da bestimmt gar nicht mehr ethnografisch forschen. Damals musste ich es natürlich sehr, sehr verantwortlich, sage ich mal, machen, auch für meine Informantinnen und Informanten. Und dann eben in Malta und Süditalien, wo ich, wie auch in Libyen, immer sozusagen von den Küsten aus natürlich dieses Phänomen der Mittelmeermigration untersucht habe, weil natürlich die Forschung direkt auf See sehr schwierig ist. Aber ich habe versucht, mich in einer Weise anzunähern, dass ich eben gerade auch auf die Situation auf See einen sehr tiefen Einblick bekomme. Das heißt, ich habe sehr viel auch mit der Küstenwache gearbeitet, konnte auch auf den ein oder anderen Trip raus aufs Meer mitfahren, habe grundsätzlich versucht, in sehr unterschiedliche Perspektiven Einblick zu bekommen, also wie gesagt, Küstenwache, Sicherheitskräfte, aber natürlich auch viel mit den Migrantinnen und auch viel zum Beispiel mit Anwälten gesprochen, die in den Haftzentren dann wiederum arbeiten und Ähnliches. Dadurch hat sich dann, sage ich mal, so ein Bild verdichtet, dass diesen eigentlich sehr intransparenten Grenzraum Mittelmeer und gerade auf See sehr intransparenten Raum eben ja, zu einer, also illustriert hat oder es hat sich verdichtet zu einem möglichst dichten Bild. Ganz kurz zu meiner theoretischen Perspektive. Ich habe eben sehr viel mit Legal Anthropology gearbeitet, das heißt, ich habe darauf geguckt, wie sich Recht entwickelt in der Gesellschaft. In diesem Fall habe ich vor allem geguckt, wie sich Flüchtlingsrecht im Grenzraum entwickelt und durch den Grenzraum, was sozusagen die Wechselwirkungen sind zwischen diesen Praktiken Praktiken im Grenzraum und eben der Entwicklung des europäischen Flüchtlingsrechts. Ich möchte auch kurz was zu den Migrationsgründen sagen, auch dass wir da nicht ein zu eindimensionales Bild haben sozusagen. Natürlich, gerade die Mittelmeermigration ist sehr geprägt von den Kriegs- und Krisengebieten in Ostafrika, heute natürlich auch in Syrien. Und das erste wirkliche Paradox, das ich Ihnen jetzt nennen möchte, was uns vielleicht dann auch später wieder für die Diskussion begleitet, dass nach der Etablierung des EU-Grenzregimes und der Kooperation mit Gaddafi es einen starken Anstieg der Mittelmeermigration gab, was mich natürlich selbst auch sehr irritiert hat. Und als ich dann in Libyen war, habe ich eben festgestellt, dass es vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, dass die Menschen, die schon ewig in Libyen waren und dort gearbeitet haben, auf einmal eben gesehen haben, wir können hier nicht mehr bleiben, wir haben jeden Tag Angst vor diesen schrecklichen Haftzentren. Und jetzt müssen wir erst, gerade wenn wir Flüchtlinge sind und nicht zurück nach Hause können, eben diesen Weg übers Mittelmeer suchen. Das war ungefähr eben so 2008, 2009, dass es diese Kooperation stark begann, damals mit Gaddafi. Dann
Ein anderer Migrationsgrund, der, glaube ich, heute und auch damals schon vielleicht weniger von den Anzahlen her ist, aber ich denke, das sollte man auch mal erwähnen, ist, dass es gerade im Senegal zum Beispiel auch teilweise ein bisschen ein Rite de Passage ist, also dass junge Männer, dass es auch so ein bisschen von ihnen erwartet wird, teilweise sozusagen, dass sie sich auf den Weg machen, natürlich dann auch wieder zusammenhängend mit Globalisierungsbewegungen. Man weiß natürlich in Afrika inzwischen überall, wie reich die Menschen hier auch sind. Und es kursieren Bilder und natürlich auch ganz viele Geschichten, die eben von dem Erfolg der Migranten hier sprechen. Und dann wird das eben teilweise auch erwartet von den jungen Männern. Obwohl ich denke, das ist eher wirklich eine kleinere Zahl von Menschen. Natürlich sind es heute vor allen Dingen Flüchtlinge, die ja sehr oft dann auch anerkannt werden, die rüberkommen. Und dann natürlich müssen wir nochmal den Hauptgrund oder einen anderen Hauptgrund uns angucken. Natürlich ist das Mittelmeer heute auch eine Wohlstandsgrenze. Auch das hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten oder wenn man noch weiter guckt, auch teilweise verändert. Natürlich war früher das Mittelmeer sehr stark auch ein Mare Nostrum, ein Raum der Begegnungen. Und heute haben wir eben aber diese starken Grenzen, die eben auch Wohlstandsgrenzen sind. Und wir haben Politiken in der EU, die gerade in dieser Weise eben auch überhaupt nicht kohärent sind. Also Handelspolitiken zum Beispiel, die eben die Armut auch sehr fördern in Afrika. Ich reiße das jetzt alles natürlich nur an. Wir können, wie gesagt, gerne auch später dann diskutieren. Ganz grundlegend kurz, das Phänomen der Mittelmeermigration begann ungefähr in den späten 90ern, in den 90ern, vor allen Dingen mit der Schengen-Acquis, mit den Vereinbarungen von Schengen. Es gab eine ständige Änderung der Routen und auch der Transit- und Zielländer. Vor allen Dingen die einfacheren Routen, sage ich mal, wurden dann auch sehr rasch geschlossen. Auf dieser Route, die ich untersucht habe, gab es jetzt im letzten Jahr mehr als 180.000 Anlandungen von Bootsmigrantinnen. Die Hauptherkunftsländer waren Nigeria, Syrien, Eritrea und Somalia. Dann dieses sehr schwierige Thema der vielen Toten. Im letzten Jahr gab es mehr als 5.000 Menschen, die dabei ertrunken sind. Auch dieses Jahr gab es ja schon wieder Tausende, von denen man es weiß. Es gibt natürlich auch sehr viele, von denen man es nicht weiß. Und hier können Sie dann auch nochmal sehen, wie es sich in den letzten Jahren verändert hat. Entschuldigung, ich habe hier noch mehr als dort. Was man sagen kann, ist, dass es den grundsätzlichen Konflikt gibt, dass das Mittelmeer für die einen Fluchtrouten ist, für die anderen Grenzräume, die es gegen illegale Migration zu schützen gilt. Hier zeigen sich Widersprüche zwischen nationalstaatlicher territorialer Handlungslogik, universellen gültigen Menschenrechten und dem Anspruch eines funktionierenden Asylsystems in der EU. Die von mir untersuchten Hauptproblemfelder dabei waren vor allen Dingen die Seerettung von Migrantinnen in Seenot, eben auch, weil die Zahl der Opfer so hoch ist und war, und der Zugang der Migrantinnen zum europäischen Asylsystem. Zentrale Forschungsfragen waren dabei, welches sind eigentlich die zentralen Akteure und Praktiken im Grenzraum, um eben in diesem Spannungsfeld Grenzraum zwischen Grenz- und Flüchtlingsschutz mehr Transparenz reinzukriegen und auch auszuleuchten, warum es eigentlich eine so hohe Zahl an Opfern überhaupt gibt. Ein Kapitän sagte mal zu mir, das Mittelmeer ist eigentlich eine Badewanne. Also es ist natürlich ein relativ kleines, ruhiges Meer und es ist doch verwunderlich, warum so viele Menschen dann sterben müssen. Eine weitere Forschungsfrage, welche Dynamiken ergeben sich im Zusammenspiel von lokalen, nationalen und europäischen Akteuren? Und welche Auswirkungen hat dieses Zusammenspiel eben gerade dann auch auf solche Themenfelder wie die Seenotrettung, wo ich ja jetzt auch gleich nochmal spezieller was vorstellen werde. Und welchen Einfluss hat die Situation im Grenzraum auf die Entwicklung des gesamten EU-Flüchtlingsrechts? Wie wirken sich vor allen Dingen die Praktiken im Grenzraum auf die Entwicklung des Rechts aus? Das war eben eher auch diese theoretische Perspektive. Wir gehen jetzt rein in so eine ethnografische Vignette zur Seenotrettung. Die Probleme der Seenotrettung sind heute etwas anders gelagert, aber eben nicht sehr stark. Und wir wissen alle, dass wir jetzt gerade im Moment da natürlich sehr, sehr aktuelle, sehr schwierige Fragen zu lösen haben.
Die Seereisen sind geprägt von Wasser- und Nahrungsmangel, Orientierungslosigkeit, nicht seetauglichen Booten, Überfüllung, Dunkelheit und Angst. Habib Buhari, Migrant aus dem Sudan, den ich auf Malta getroffen habe, sagte mir: Wir haben 3 Tage und 3 Nächte auf dem Wasser verbracht. Für 2 Tage und Nächte haben wir niemanden getroffen. Aber dann hat uns ein tunesisches Fischerboot mit einigen Flaschen Wasser und Brot versorgt. Die ganze Zeit der Überfahrt haben wir zu Allah gebetet. Besonders die Dunkelheit der Nacht hat uns Angst gemacht. Dann haben wir andere Fischerboote gesehen. Wir dachten, wir wären auf dem Weg nach Italien und sind in dieselbe Richtung weitergefahren. Wir hatten einen Kompass dabei, aber dann waren wir auf einmal schon im Hafen von La Valletta und die Polizei und eine Ambulanz haben auf uns gewartet. Was in meinen Forschungen sehr deutlich wurde, war eine ständige Spannung zwischen Politikerinnen und den Seeleuten. Und ich meine mit den Seeleuten natürlich auch die Sicherheitskräfte und die Küstenwache. Wobei von der Politik eben sehr oft dieser Abgrenzungsgedanke kam und der Abwehrgedanke. Natürlich ist es auch bei Frontex die Hauptmission, eben die Abwehr von Migranten, von EU-Territorium. Die Seeleute hingegen, auch die Küstenwache, auch die Armed Forces of Malta, die in Malta zuständig waren für die Forschung, haben hingegen immer die Seerettung in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, erst retten wir, weil das unsere nicht nur humanitäre Pflicht, sondern natürlich unsere internationale Rechtspflicht ist. Und dann, wenn die Menschen in Sicherheit sind, wenn sie auch an Land sind, dann kann man über Migration sprechen. Die verschiedenen Probleme, die es dann konkret gibt bei der Seenotrettung von Bootsmigranten, sind, wie gesagt, abgesehen davon, dass es diese Rettungspflicht gibt und auch die Verantwortlichkeiten ganz klar sind. Sie sehen hier eine Karte von dem maltesischen Search and Rescue Gebiet. Das Mittelmeer ist in Search and Rescue Gebiete aufgeteilt. Inzwischen hat dieses Search and Rescue Gebiet de facto eigentlich die italienische Marine ganz klar übernommen und natürlich auch die Frontex-Mission Sophia, die gerade ja auch auf der Kippe steht. Auch da gibt es ja gerade ganz aktuelle Diskussionen drüber. Aber als ich geforscht habe, war ganz klar, okay, hier muss Malta retten. Und eigentlich war es dann eben, wie gesagt, sehr verwunderlich, was denn jetzt genau das Problem ist, weil es kommt ja dann eigentlich auch immer der Hilferuf sehr, sehr direkt und klar. Und dazu konnte ich den UNHCR-Direktor auf Malta befragen, Brian Vassallo, also der Direktor des Hohen Kommissars für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, der mir in unserem Interview erzählte, wie UNHCR die Aufgabe einer Rescue Coordination Agency übernommen hätte und von welcher Situation er bei seiner täglichen Arbeit am meisten Angst hätte. Das ist jetzt ein englisches Zitat. Ich werde es danach vielleicht auch kurz nochmal zusammenfassen. Er sagte zu mir im Interview: Many times we receive calls in the office, often directly from boats approaching. I mean, I pick up the phone and they say, UNHCR, we are sinking. Can you imagine my reaction? I hear people shouting in the background and I panic. So what do we do? We have a basic procedure. First, we try to get all the information, number of people on board, gender, age, nationalities, and we pass all the information to the armed forces of Malta. Das sind die retten müssen, armed forces of Malta. What we have seen this year particularly is that the AFM is very reluctant to say automatically, okay, yes, we go and rescue them. They ask, what kind of problem they have? I say, the engine stopped. And they say, okay, we will look after it. And then I call every hour, because I call on an hourly basis. We call the AFM every hour. And they usually tell us, yes, they have made contact with the boat. They don't want to be rescued. We will not rescuing them. They are moving steadily north. And then they will leave them. Diese Praktik, dass die AFM sagen, okay, wir haben Kontakt mit diesen Booten aufgenommen, aber sie wollten nicht von uns gerettet werden, wurde von einem Journalist irgendwann durch eine spezielle Recherche, wo er sogar ein Logbuch in die Hände bekommen hat,
überführt, dass es oft eine Lüge ist, dass sie sozusagen gar nicht wirklich Kontakt aufgenommen hatten, sondern dass sie sozusagen immer darauf vertrauen, dass dieses Boot dann weiter driftet Richtung Italien. Der Journalist hat das Passing the Buck, also den schwarzen Peter sozusagen, weiterschieben genannt. Und das war ganz klar auch eine Praxis, die vor allen Dingen in diesem Fall, die der Journalist dann auch recherchiert hatte, für viele Menschen tödlich geendet hat. Da kam es dann auch in diesem speziellen Fall auch mal zu einem Prozess, der aber dann aufgelöst wurde. Also wie gesagt, das ist ein Problem der Seenotrettung. Ein weiteres Problem der Seenotrettung in Malta war in diesem Fall das Problem der restriktiven Auslegung von Seenot und SOS. Ein Kommandeur, den ich dazu interviewen konnte, sagte zu mir: "Distress is the imminent danger of loss of life. So if they are sinking, it's distress. If the boat is not sinking, it's not distress, even if it's 6 meters long and has 30 people on board." Also dieses Bootsart sehen Sie hier auch. Der Kommandeur meinte sozusagen, auch wenn da über 30 Leute drauf sind, ist das keine Seenot, erst wenn sie wirklich sinken. Und das war auch ein sehr umstrittener Punkt, auch mit der italienischen Küstenwache, die das ganz anders sehen und die sagen, sobald das Boot nicht seetauglich ist, müssen wir sofort retten. Ein weiterer Streitpunkt, und das ist ein sehr, sehr aktueller Streitpunkt, ist der Streit um diesen Place of Safety. Was ist ein Place of Safety? Können wir die Leute ausschiffen in einem Land, wo sie eben keinen Zugang zu Asyl haben, wo ihnen Folter und Menschenrechtsverletzungen drohen? Oder müssen wir sie eben zurückbringen, auf jeden Fall auf europäisches Territorium, wenn wir sie gerettet haben? Die maltesischen Kräfte waren damals der Meinung, dass sie eben auch in diesem Fall in Libyen ausgeschifft werden können. Also dass man eben, dass ein Place of Safety eben nur bedeutet, dass sie dann an Land sind, dass sie nicht mehr unmittelbar untergehen. Deswegen hat Malta damals auch verweigert, dass Fischer zum Beispiel ihre geretteten Flüchtlinge ausschiffen in Malta. Das ist auch ein bisschen eine ähnliche Situation wie heute, weil wieder wird Seerettung politisch unter Druck gesetzt. Das führt natürlich auch vor allen Dingen dazu, dass erstmal viel mehr Leute weggucken, vor allen Dingen auch zum Beispiel Fischer oder andere Handelsschiffe oder ähnliches, weil ihnen eben klar ist, dass sie Probleme bekommen könnten. Was natürlich eigentlich absurd ist, weil wir diese Rettungspflicht haben, weil eigentlich die Regel oder das Recht heißt, wenn wir nicht retten, dann machen wir uns strafbar und nicht, wenn wir retten. Was auch sehr interessant war dann und auch wieder ein bisschen an meine theoretische Perspektive, sage ich mal, anschließt, war, dass in den Interviews herauskam, die ich damals zum Glück auch mit vielen Kommandeuren machen konnte, was heute wahrscheinlich relativ unmöglich war, dass diese informellen und illegalen Praktiken der Verzögerung zum Beispiel von Rettungen sich auch auf europäische Frontex-Missionen übertragen haben. Der UNHCR-Direktor, den ich da interviewt habe, der sehr offen mit mir war, einfach weil er auch verzweifelt war. Also ich habe noch nie einen UNHCR-Menschen erlebt, der so offen war. Die sind ja oft sehr, sehr politisch vorsichtig und so weiter. Aber er war in dem Moment sehr offen. Und er sagte mir: "What we have talked about before about search and rescue is done by the AFM, but it's done by the AFM within the Frontex operation." Also diese maltesischen Praktiken kamen dann auch innerhalb der Frontex-Missionen zur Anwendung. Sie wissen vielleicht, dass Frontex-Missionen ja aus nationalen Kräften bestehen. Also Frontex hat keine eigenen Grenzschutztruppen, sondern es wird immer zusammengesetzt aus den nationalen Kräften. Malta war damals führend in der Mission, die ich untersucht habe dort auf Malta, und konnte dann solche Praktiken sozusagen auch etablieren. Diese Praktiken haben sich teilweise dann auch in den Guideline-Talks, also in den Richtliniengesprächen zu den Richtlinien für Frontex-Einsätze auch darauf dann teilweise übertragen. Ich möchte jetzt schon nach diesem kurzen Eindruck in einige Ergebnisse meiner Forschung in Italien, Libyen und Malta kommen. Die Schengen- und auch die Dublin-Regelungen, also die Europäisierung des Flüchtlingsrechts, haben Grenzsicherung und Asylverfahren in die Länder an den EU-Außengrenzen der EU verlagert. Ich glaube, das ist eine relativ bekannte Sache, auch momentan haben wir das natürlich wieder sehr stark. Diese Transnationalisierung hat aber auch viel Unsicherheit und zum Teil Auflösung von Verantwortung für Flüchtlinge
und auch Seenotrettung mit sich gebracht. Das heißt, das Recht ist sehr stark in Bewegung geraten und davor waren eben diese Verantwortlichkeiten und auch die Rechtslage wesentlich klarer. Diese unscharf formulierten EU-Richtlinien lassen lokalen und nationalen Akteuren, das heißt vor allen Dingen eben auch den Sicherheitskräften, sehr großen Spielraum. Die rechtlichen Lücken werden dabei vor Ort durch Ad-hoc-Entscheidungen ausgefüllt, vor allem bei Frontex-Einsätzen. Gerade bei den Frontex-Einsätzen werden die Verantwortlichkeiten für die Asylanträge oder auch für die Menschen, die gerettet wurden, zwischen den Nationalstaaten hin und her geschoben. Ich glaube, das ist genau das, was wir momentan auch wieder beobachten können. Italien sagt, wir können nicht mehr alle aufnehmen, zumal ja die Grenzen de facto dicht gemacht worden sind, also der Brenner zum Beispiel für alle Flüchtlinge. Und ja, Sie wissen so gut wie ich, wie momentan es um die Solidarität mit Italien aussieht. Und auch momentan ist wirklich die Frage, ob eventuell eine Frontex-Mission scheitert, weil eben niemand die Flüchtlinge aufnehmen möchte. Es geht ja momentan um diese Operation Sophia. Was wir weiter beobachten können, ist, dass internationales Seerecht, also Recht, vor Ort nicht einfach umgesetzt wird, sondern je nach Interessenlage interpretiert, angepasst und dass auch die politische Stimmung vor Ort, und die war in Malta damals sehr aufgeheizt, da sehr stark beeinflusst. Und es war einer der Gründe oder der Hauptgründe für diese Verzögerung von Rettung war tatsächlich diese aufgeheizte, teilweise sogar rassistische Stimmung in Malta. Dass gesagt wurde, sind so ein kleines Land, wir können keinen einzigen mehr aufnehmen. Und die Politik hat sich dann sozusagen auch sogar auf die Seerettung übertragen, schon damals. Was kann Ethnographie hier leisten? Auch nochmal so ein kleiner Gedanke dazu. Ich denke, die Transparenz in der Blackbox Grenzraum Mittelmeer konnte ansatzweise geschaffen werden. Man kann Praktiken und Akteuren aufzeigen und vor allen Dingen eben dann auch versuchen, unterschiedliche Handlungslogiken besser zu verstehen und diese dann wiederum aufeinander zu beziehen. Und man sieht ganz deutlich, es ist kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern auch die Sicherheitskräfte können zu Opfern werden. Seeleute, die eigentlich retten wollen, was ihnen als Seeleute eigentlich wichtig ist, die aber wiederum durch die Politik sehr unter Druck kommen und Ähnliches. Es ist natürlich ein europäisches Problem, kein maltesisches. Also ich wollte jetzt hier nicht Malta an den Pranger stellen. Und ich denke auch, dass dieses Thema Seenotrettung eben ein gutes Beispiel ist und eben ja, wie gesagt, sehr schön zeigt, wie komplex das Ganze ist. Es gibt nicht nur Täter und Opfer, sondern und nicht nur Schwarz-Weiß, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche Akteure, die in einer letztlich dann eben fatalen Weise zusammenwirken. Fatal vor allen Dingen für die Flüchtlinge. Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung machen, nämlich eben schon zu diesem anderen Forschungsfeld. Wir haben ja jetzt nur eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe, einige Logiken, Handlungslogiken oder eben auch Paradoxa sind schon etwas deutlicher geworden. Ich werde die aber auch am Ende dann nochmal versuchen aufzugreifen. Ich habe jetzt neulich eine sogenannte Literature Review gemacht. Also ich habe mal versucht, dieses ganze Forschungsfeld Klimawandel und Migration zu überblicken. Das habe ich nicht vor meiner Forschung im Pazifik gemacht, sondern eigentlich erst danach. Aber es war sehr interessant und das möchte ich jetzt erstmal kurz mit Ihnen teilen. Ich finde, es ist auch wichtig, das dann sozusagen zu wissen, wenn ich dann über meine eigene Forschung spreche. Also dieses Forschungsfeld Umweltmigration und Klimamigration ist sehr interdisziplinär geprägt und wächst rasch. Wir haben hier Ökologen, also Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, auch viele Juristen, die sich an den Debatten beteiligen. Und wir haben auch viel Auftragsforschung und sogenannte Grey Literature. Gerade NGOs und internationale Organisationen verbinden dieses Thema sehr gerne mit ihren eigenen Interessen, was oft problematisch ist, da diese Interessen, zum Beispiel auch Umweltschutz, dieses sehr komplexe Thema dann oft mit einer zu einfachen politischen Botschaft aufladen. Das Forschungsfeld Umweltmigration beschreibt gerade Umweltmigrantinnen
Umweltmigrantinnen dann auch oftmals als das menschliche Antlitz des Klimawandels, was natürlich das ganze Thema auch extrem auflädt mit Bedeutung. Und es ist immer ganz eng verzahnt eben Umweltmigration und Klimamigration. Also es gibt oft eben auch gar keine Differenzierung mehr zwischen diesen beiden Themen, was natürlich auch eigentlich Blödsinn ist, weil wir natürlich ganz unterschiedliche, also auch natürlich Vulkanausbrüche und Tsunamis und vieles sind natürlich Umweltgründe, um eben zu migrieren. Vielleicht sollten wir auch kurz dazu sagen, dass natürlich Umweltgründe auch einer der ältesten Migrationsgründe überhaupt sind für die Menschheit. Und das eigentlich erst mit dem nationalstaatlichen System, das wirklich zum Problem wird und mit einem sehr sesshaft geprägten, mit einer sehr sesshaft geprägten Vorstellung von Migration oder von Gesellschaft, sage ich mal, genau. Wir haben in diesem Forschungsfeld interessanterweise noch keine einheitlichen Terminologien. Es gibt sehr irreführende Debatten um Zahlen. Es gibt zum Beispiel einige Forscher, die riesengroße Zahlen vorausgesagt haben. Andere haben dann wieder gesagt, es ist komplett unseriös, sowas zu machen. Und diese sehr unterschiedlichen Perspektiven und Methoden und auch diese Interdisziplinarität haben eben dazu geführt, dass eben das ganze Thema eben keine konsistente Terminologie hat, sondern dass eben einerseits teilweise durchgehend von Climate Refugees, also Flüchtlingen, gesprochen wird, ohne dann auch oft genau zu sagen, was man meint. Und andere sprechen zum Beispiel von Environmentally Induced Migration, umweltinduzierte Migration. Ich übernehme in meiner Forschung oft und mache es möglichst transparent, auch das Vokabular von den Menschen, mit denen ich forsche. In dem Fall war das dann in Kiribati meistens dann eben Klimamigration und Klimamigrantin. Ich habe ja versucht, dann diese unterschiedlichen Rahmungen eben aufzunehmen und zu verstehen. Also meistens wird eben dieses Thema verbunden mit Konflikt und Sicherheit. Also vornehmlich eben dieses Bild, wir werden Millionen von Menschen haben, die dann vom globalen Süden in den globalen Norden wandern werden. Fast alle Studien dazu sagen genau das Gegenteil, nämlich entweder, dass die Menschen zu arm sein werden überhaupt, um zu migrieren. Das ist auch oft der Fall. Oder dass sie natürlich in der Region bleiben werden oder dass es eben Binnenmigration sehr viel geben wird. Dass es eine massive Wanderung von Süd nach Nord gibt, halten die allermeisten Forscherinnen für sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es die Rahmung humanitäres Problem, wo eben immer nur darüber geredet wird, wie diese Menschen versorgt werden sozusagen. Dann eben, wie gesagt, diese Umweltproblematik. Und in neuerer Zeit wird auch das Thema vermehrt mit dem Thema Klimagerechtigkeit verbunden. Was sehr interessant ist, glaube ich, ist, dass diese Analyse der unterschiedlichen Rahmungen eben zeigt, eben mit welchen Interpretationen und Interessen dieses Thema verbunden wird. Und Kirsten Hastrup hat so schön gesagt, dass der Klimawandel eben heute auch oft so als eine imaginative resource funktioniert. Also viele damit arbeiten und auch sehr oft zum Beispiel über die Zukunft gesprochen wird mit dem Klimawandel und dann eben sehr oft einfach die eigenen Interessen und Gedanken damit verbunden werden. Ich finde, das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Es zeigt natürlich auch sehr schön, wie interessengeleitet Wissenschaft sein kann, wie intransparent Wissenschaft sein kann. Und ich denke, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Konzepte und Begriffe transparent machen und eben auch hinterfragen. Was fehlt in diesem ganzen Forschungsfeld? Meiner Meinung nach eben machtsensible und politisierte Forschung zum Thema Klimawandel und auch zum Thema Klimawandel, Migration natürlich. Interessanterweise, obwohl ich als politische Forscherin auch es natürlich immer für eine sehr politische Frage halte, gerade auch wegen dem Thema der Klimagerechtigkeit, also der globale Norden hat sehr viel verursacht des Klimawandels und der globale Süden ist sehr stark davon betroffen. Trotzdem blenden ganz viele Forschungen dieses Politische des Themas aus. Außerdem denke ich, ist es sehr wichtig, dass man den Opferdiskursen, also eben gerade diesen untergehenden Inseln, andere Bilder und Visionen entgegensetzt, auch eben um die Agency der Akteurinnen und der Betroffenen besser zu greifen und zu rahmen und möglichst mit ihnen gemeinsam neue Visionen zu entwickeln.
Was sich außerdem anbietet, denke ich, es sind natürlich auch alles jetzt ein bisschen Punkte, die ich in meiner Forschung gemacht habe, das wird Ihnen vermutlich schon schwanen, ist eine Dezentrierung der Debatte. Das heißt, man sollte emanzipatorische und migrationsfreundliche Lösungen im globalen Süden untersuchen. Und die gibt es und die werde ich Ihnen jetzt vorstellen. Dazu natürlich auch erstmal eine kleine Vorstellung von Kiribati und dem Thema Klimawandel auf Kiribati. Auch hier werde ich Ihnen noch mal kurz was zu meiner Forschung sagen. Ich habe 2011 in Kiribati und Neuseeland und 2015 in Kiribati und Fidschi meine Untersuchung gemacht oder meine Forschungsaufenthalte, immer für mehrere Monate. Sie sehen hier die Karte, jetzt möchte ich vielleicht auch mal den Pointer nehmen. Das ist Kiribati, Sie sehen, es ist so ganz lang gestreckt auf dem Äquator, es hat drei große Inselgruppen. Und es sind nur Atollinseln. Kiribati hat ca. 110.000 Einwohner. Es ist eine präsidial geprägte Republik, wo aber auch traditionelles Recht sehr wichtig ist. Und es gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern. Das heißt, es ist leider auch ein sehr armes Land. Entschuldigung. Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass Kiribati sehr vom Klimawandel betroffen sein wird. Es wird vermutlich heftigere Stürme, mehr Dürren, den Anstieg des Meeresspiegels davon sehr betroffen sein. Und vor allen Dingen auch die Wasserversorgung wird durch die Versalzung der Süßwasserlinse ein Problem. Es ist teilweise jetzt schon, was vor allen Dingen jetzt schon ein Problem ist, ist das Coral Bleaching, also dass die Korallenriffe sterben, das ist vor allen Dingen momentan für die Fischerei ein Problem. Der Meeresspiegelanstieg ist wohl noch nicht so ein Problem, aber das ist immer sehr umstritten und zum Glück muss ich mich da ja auch nicht so einmischen als Sozialwissenschaftlerin. Einige Forscherinnen sagen, dass das Land noch 30 bis 50 Jahre zur Unbewohnbarkeit hat, was natürlich für ein Land eine dramatische Vorhersage ist. Kiribati ist ein Nationalstaat, es hat auch keine große Schwester oder Brüder wie andere Pazifikstaaten, die dann zum Beispiel mit Neuseeland oder USA verbunden sind. Also es ist ganz unabhängig, auch in seiner Außenpolitik. Vor allen Dingen der frühere Präsident Anote Tong bemühte sich immer sehr, diese Zukunftsprognosen für Kiribati an die Öffentlichkeit zu bringen und sprach eben sehr viel auch über dieses Thema Klimagerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Name Anote Tong schon mal untergekommen ist. Er war auch einer, der immer wieder auch in den westlichen Medien zum Beispiel zu hören war. Er war bis letztes Jahr Präsident. Kiribati ist eben zudem auch das Land, das als erstes Land weltweit eine Migrationsstrategie für alle Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Diese Strategie heißt Migrate with Dignity, also in Würde migrieren. Und ich denke, dass es hier eine gewisse Pionierrolle hat und auch eine gewisse Aufmerksamkeit in diese Richtung bekommt. Das werden wir später auch noch kurz, werde ich darauf natürlich auch noch eingehen, auf diese Ausgestaltung dieser Strategie. Insgesamt denke ich, kann man sagen, dass die Klimawandeldiskurse und natürlich teilweise auch schon die konkreten Auswirkungen des Klimawandels das Land sehr, sehr stark verändern und eigentlich auf fast alle öffentlichen Entscheidungen auch Einwirkungen haben. Vielleicht können Sie das sich, ich kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet. Man kann sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was das für Deutschland bedeuten würde, wenn man sagen würde, in 30 bis 50 Jahren gibt es das Land nicht mehr und jetzt plant bitte oder jetzt regiert bitte trotzdem sozusagen dieses Land. Mein Forschungsfokus, und zwar vor allen Dingen, weil es für Klimamigration eben noch keine globale Policy oder keine globalen Rechte, keinen globalen Schutzmechanismus, wie jetzt die Genfer Flüchtlingskonvention ja für politische Flüchtlinge gibt, wollte ich mir eben in meiner Forschung diesen regionalen Aushandlungsprozess um Klimawandel und Migration angucken, weil der eben schon sehr stark ist, weil eben natürlich diese Voraussagen schon einiges machen, vor allen Dingen in der Region. Also mein Forschungsfokus in dieser Forschung, neue Rechte und Strategien für Umweltmigrantinnen und Klimamigrantinnen, möglichst natürlich auch mit dem Gedanken, dass, ob das für andere Regionen dann auch einen Nutzen haben kann, und Rechtsbildungsprozesse von unten auch. Hier ging es also wieder um Rechtsbildung und die Entwicklung und Veränderung von Normen und Werten im Kontext des Klimawandels.
Meine Fragen vor allen Dingen hier: Welche Forderungen stellen die Regierung und die Bevölkerung von Kiribati? Welche Strategien zu deren Durchsetzung verfolgen Sie und welche Allianzen werden dabei gebildet, zum Beispiel mit Kirchen, mit NGOs, natürlich auch mit anderen Ländern? Wie genau wird diese Migrate with Dignity-Strategie ausgestaltet und wie geht die Regierung von Kiribati eigentlich mit den Unsicherheiten der Klimawissenschaften um? Also wie geht man, wie gesagt, mit einem Land um, wo man weiß, was Großes, Schlimmes wird passieren, wann, wie, wo genau, können wir euch leider nicht sagen, aber ihr müsst jetzt damit umgehen. Insgesamt möchte ich auch fragen, was entsteht auch aus dem Klimawandeldiskurs, also auch diese viktimisierende, diese veropfernde Perspektiven eben eher beiseite lassen, sondern eben auch fragen, was kann auch entstehen. Meine theoretische Rahmung, hier habe ich versucht, eine Anthropology of Emerging Legal Orders zu schaffen, wo ich den Emergenzbegriff der Soziologie verbinde mit eben wieder dieser rechtsanthropologischen Perspektive und eben frage, welche neuen Rechte und Ordnungen können vor dem Hintergrund des Klimawandels entstehen. Und ich denke, das sind Fragen, die uns in Zukunft sehr viel beschäftigen werden, aber theoretisch möchte ich sie jetzt hiermit nicht länger belästigen oder aufhalten. Genau, diese Migrate with Dignity Strategie, hier wird die internationale Migration als Anpassungsstrategie diskutiert und es ist ganz klar, dass die Kiribati eben keinen Flüchtlingsstatus haben möchten in Zukunft, auch weil ihnen klar ist, wie schlecht die Lobby für Flüchtlinge ist in der Welt und weil sie einfach sagen, das wäre unfair, wir fühlen uns hier sehr wohl, wir werden nicht politisch verfolgt. Es ist eine Frage der Klimagerechtigkeit vor allen Dingen, dass wir eben keine Flüchtlinge werden. Diese Strategie beinhaltet sowohl die Umsiedlung ganzer Communities, also ganzer Dörfer vor allen Dingen, und auch individuelle Migration, Arbeitsmigration vor allen Dingen. Momentan werden verschiedene internationale Arbeitsprogramme in der Region verhandelt, vor allen Dingen mit Australien und Neuseeland. Interessanterweise aber auch nicht nur in der Region, sondern ich habe in Kiribati zum Beispiel ja viele Interviews auch mit Ministerien gemacht und so weiter und die haben mir gesagt, dass sie zum Beispiel auch versuchen, mit Kroatien über Klimamigration zu diskutieren und auch mit USA und Kanada. Interessanterweise gerade allerdings mit Australien und Neuseeland, wo es diese Programme schon gibt und hier geht es vor allen Dingen auch um Arbeit, wie Erntearbeit und ähnliches, wo dann Kiribati immer sagt, das ist Klimamigration und die Aufnahmeländer pochen aber immer ganz stark darauf, dass es eben sich hier um Arbeitsprogramme, also um Labor Migration handelt und eben nicht um Klimamigration, weil eben keines dieser Länder möchte diese neue Flüchtlingskategorie oder Migrationskategorie, die man rechtlich einklagen kann, wirklich schaffen, weil das natürlich wahnsinnige andere Diskussionen um Verantwortung für Klimawandel mit sich führt. Also das ist eine sehr große Diskussion auch in diesem ganzen Klimamigrationsbereich. Was ich persönlich sehr, sehr interessant finde, was dieses ganze Thema auch mit sich bringt, sind neue Formen der pazifischen Solidarität und eben eventuell auch neue Formen von Staatsbürgerschaft, von Citizenship. Fiji ist ein spezieller Fall, ich habe ja auch dort geforscht. Hier wird die Umsiedlung ganzer Communities diskutiert. Natürlich möchten die Kiribati auch sehr gerne als Gemeinschaft umsiedeln, auch natürlich um ihre Sprache und ihre Kultur erhalten zu können. Das ist ihnen wahnsinnig wichtig und auch ein Horrorgedanke sozusagen für sie, dass diese wahnsinnig reiche Kultur und Sprache verschwinden könnte. Und tatsächlich hat Fiji gesagt, ja, wir sind solidarisch, im Notfall würden wir euch aufnehmen. Und es gab einen sehr interessanten und viel diskutierten Landkauf von einem Kiribati-Fonds, der dann ein großes Stück Land in Fiji gekauft hat. Hier kann man auf den Bildern dieses Stück Land sehen und ich habe auch die Menschen, die dort leben, besucht, die auch wiederum jetzt auch gewisse Ängste haben, dass sie vertrieben werden. Wobei Kiribati bisher sehr, sehr verantwortlich und vorsichtig versucht hat, das zu handeln und es auch alles noch sehr am Anfang ist. Also Kiribati hat dann noch nicht irgendwelche Zelte aufgeschlagen oder irgendwas de facto mit dem Land gemacht. Aber es gab diesen Landkauf.
Und wie gesagt, der Präsident von Fidschi sagt, er würde die Ikiribas aufnehmen. Teilweise bezieht man sich auch auf postkoloniale Diskurse und man bezieht sich eben auf die Zeit vor der Kolonialisierung, in der eben Ozeanien natürlich auch sehr stark ein verbundener Raum war. Es gibt so einen sehr interessanten postkolonialen Schriftsteller in Ozeanien, der heißt Epeli Ahufa, und der sprach immer von »A Sea of Islands«. Instead of islands in a far sea, also dass einfach diese Verbindungslinien wieder sehr viel mehr aufgegriffen werden, weil natürlich Ozeanien immer ein Raum war, wo geheiratet wurde, gehandelt wurde, auch Krieg geführt wurde in eben einem ozeanischen Raum und nicht, wie es heute ist, eben mit diesen nationalstaatlichen Trennungen. Das ist das eine. Das andere ist, was noch einen Schritt weiter geht, sind diese innovativen Ideen und Formen von Staatsbürgerschaft. Ich habe darüber auch sehr viel diskutiert mit Pelenise Alofa. Sie ist heute in der ganzen Welt eingeladen als Vertreterin, sage ich mal, der Zivilgesellschaft von Kiribati. Und sie hat im Juli 2015 vor dem UN-Menschenrechtsrat gesagt: We do not accept the word refugee, so we've come up with words like climate or environmental citizens. We should have our own land where our communities can have an autonomous government to guarantee cultural sovereignty. Also was wir in Kiribati gemeinsam gemacht haben, war, dass wir eben uns wirklich überlegt haben, wie könnte sowas dann auch ausgestaltet werden, solche neue Formen von citizenship. Den Ikiribas ist es sehr wichtig, dass sie eine gewisse Form der Selbstbestimmung erhalten können, also eine gewisse kulturelle Selbstbestimmung vielleicht, und eben nicht Refugees werden. Genau. Auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf die Migrationsgründe heute der Ikiribas. Natürlich ist es heute nicht in erster Linie Klimawandel, Migration, über die wir in Kiribati reden, sondern die Menschen kommen vor allen Dingen von den Outer Islands, die teilweise sehr abgelegen sind, nach Tarawa, dem Hauptatoll, wo ich auch hauptsächlich geforscht habe, aus Bildungs- und Gesundheitsgründen, also um Schulen zu besuchen und das Hospital, wirtschaftliche Möglichkeiten sich zu erschließen, teilweise auch als junge Leute für die Emanzipation von der Familie. Es gibt inzwischen einen gewissen Ressourcendruck, ich habe ja gesagt, vor allen Dingen im Bereich der Fischerei, der eben auch durch den Klimawandel mehr und mehr verursacht wird. Und es gibt eine gewisse Unsicherheit auch einfach, die sich in dem Land breit macht, die durch diese Diskurse und diese Debatten, die ich andererseits für sehr, sehr wichtig halte, weil natürlich müssen wir uns auch proaktiv Gedanken machen und müssen die Ikiribas sich proaktiv darüber Gedanken machen, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Aber wie gesagt, diese Unsicherheit kann eben auch wirklich teilweise negative Effekte mit sich bringen, und solche Art, ja, Second-Order-Effekte des Klimawandels können entstehen. Das heißt zum Beispiel ganz klar, dass die ersten Leute, die jetzt natürlich gehen, auch die sind, die am besten ausgebildet sind und die Chancen haben auf diese Arbeitsmigrationsprogramme zum Beispiel. Also Brain Drain ist einfach dann ein Thema. Und es gibt auch zum Beispiel einige Artikel, die sagen, die Gefahr ist viel größer für Länder wie für Kiribati, dass die Leute weggehen, die Lehrer sind, die Verwaltung machen, und sie werden weit bevor der Klimawandel dann das Land wirklich untergehen lässt, eventuell eben das Problem haben, dass sie das Land nicht mehr wirklich verwalten können. Wie gesagt, dabei wollen die Ikiribas das Land nicht verlassen und vor allen Dingen keine Refugees werden. Ich komme jetzt schon so ein bisschen Richtung Ende. Mir wurde auch bedeutet, dass ich noch 5 Minuten habe, von daher passt das, glaube ich, alles ganz gut. Klar ist, dass in Ozeanien ein regionaler, dynamischer Aushandlungsprozess um neue Rechte und Ressourcen entstanden ist. Die Akteure beziehen sich dabei auf ganz unterschiedliche Rechtsquellen, wie verschiedene Deklarationen, Umweltrechte, Menschenrechte, und auch auf innovative politische Instrumente, wie wir gerade gesehen haben, wie zum Beispiel die Umsiedlung ganzer Communities. Es gibt diese postkolonialen Debatten und auch diese Klimagerechtigkeit, die auch wie ein roter Faden die Debatten durchziehen.
Und aus diesem Konglomerat, aus verschiedenen Rechtsquellen, werden letztlich dann auch neue transnationale Regelungen für Klimamigranten in Kiribati und anderswo entstehen, wie ich der Überzeugung bin. Kiribati hat es dabei teilweise geschafft, aus dem Klimadiskurs einen Entwicklungsdiskurs auch zu machen oder eine Entwicklungsstrategie, deren Effekte allerdings noch nicht ganz klar sind. Ich denke, dass Kiribati dabei zu einer Ikone, nicht weltweit als erstes Opfer des Klimawandels werden könnte, sondern eben auch für innovative Ansätze im Bereich Migration, Bürgerrechte und Klimawandelsolidarität stehen könnte. Und jetzt kommen wir zur Diskussion. Sie haben schon sehr große Fragen aufgeworfen in Ihrer Einführung. Ich habe jetzt auch einige relativ große Linien aufgemacht. Und ich möchte jetzt auch nochmal ganz grundlegende Fragen stellen. Welche sind die Rationalitäten der europäischen Grenzregime und der Migrationspolitiken? Geht es dabei oder ging es vor allen Dingen bis vor vielleicht 2 Jahren eben dabei nicht viel mehr um eine Filterfunktion, als eben darum, die wirklich eine Festung Europa aufzubauen? Sie wissen wahrscheinlich selber, dass ganze Ökonomien, gerade auch in Ländern wie Italien, aber natürlich auch in Deutschland, genau daran hängen, dass die Menschen dort mit sehr wenig Geld und ohne irgendwelche Rechte arbeiten. Und hätte man das wirklich unterbinden wollen, dann hätte man viel mehr zum Beispiel gegen Schwarzarbeit wäre man vorgegangen, anstatt eben es eben so auszugestalten, wie es jetzt ist. Was ich mich auch immer wieder frage oder woran ich auch immer wieder erinnern möchte, ist, es gab im Mittelmeerraum bis vor 20, 30 Jahren eine sehr aktive, gut funktionierende zirkuläre Migration. Das heißt, die Menschen sind zum Beispiel aus Albanien nach Apulien gekommen für eine zweite Olivenernte später im Jahr und sind dann natürlich auch wieder zurückgegangen nach Albanien. Das gleiche mit Marokko und Spanien und ähnliches. Das ist jahrhundertelang, wenn nicht Jahrtausende lang so praktiziert worden. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, gerade auch unsere Studierenden, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind als ich, dass noch vor 20, 30 Jahren ein Marokkaner natürlich ohne Visum nach Spanien reisen konnte. Und jetzt haben wir dort eine zutiefst militarisierte, tödliche Grenze und das ganze Problem der Migration, das früher eben einfach kein Problem war, sondern ein viel vitalerer Raum und eben diese zirkuläre Migration, die sehr lang sehr gut funktioniert hat. Ich möchte auch noch mal kurz den Gedanken aufgreifen, dass wir natürlich auch eine Autonomie der Migration haben. Das ist eine Theorie von Emilia Boutin, also wo eben sehr stark, und das wurde dann auch mit sehr vielen empirischen Arbeiten unterlegt, wo eben sehr stark der Gedanke ist, dass natürlich Mauern die Menschen nicht aufhalten. Und das ist auch das, was wir seit Jahrzehnten eben sehen, dass das Ganze eben eine tödlichere Maschinerie geworden ist, aber dass es eben die Menschen nicht aufhält, sondern dass sich immer die Bewegungen verlagern. Und ja, interessanterweise in Libyen, und das konnte ich ja selber ganz direkt beforschen, da war es tatsächlich so, dass erst mit dem Aufbau dieses Grenzregimes und der Zusammenarbeit mit einem Diktator wie Gaddafi es überhaupt erst dazu kam, dass die Menschen vermehrt aufs Mittelmeer gegangen sind. Dann nochmal mit dem Gedanken wieder ein bisschen mehr vielleicht Richtung Klimamigration, aber letztlich denke ich natürlich auch, dass das zusammenhängt, welche neuen Formen der Solidarität brauchen wir und eben vielleicht auch der Staatsbürgerschaft. Und wie können wir über ganz neue ethische Fragen wie Climate Justice nachdenken? Und ich denke, wir sollten eben gerade auch unsere sehr sesshaft geprägte Vorstellung von Gesellschaft und diese sehr, sehr stark eingeschriebenen Grenzen und nationalstaatlichen Systeme eben in der Weise dann auch nochmal in Frage stellen können. Und damit danke ich Ihnen erstmal und ja, freue mich noch auf ein paar Fragen oder eine schöne Diskussion. Dankeschön.